Hallo und herzlich willkommen zurück zur 41. Folge unseres Let's Plays zu Mass Effect 2. Und oh, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Ich habe jetzt mal in der Zwischenzeit geguckt, wie man die anderen Dossiermissionen freischaltet. Man muss nämlich alle bisherigen Dossiermissionen, zumindest die nicht auf einen DLC aufbauen, erstmal beenden, bevor man die anderen Sachen machen kann. Und ich würde sagen, wir machen einfach erstmal diese Dossiermission. Uns fehlt nämlich immer noch eine Dossiermission, die wir noch machen müssen. Dann können wir ja erstmal das hier machen, auf Corollus. Und dann das Dossiermission und dann noch diese eine Dossiermission, die uns fehlt. Also das, den Cluster durchsuchen. Und dann bekommen wir ja neue Systeme und neue Dossiermissionen. Darum werden wir uns dann aber erst später kümmern. Erstmal Corollus. Ein Mitglied des Zitadellras hat Corollus zu Beginn dieses Jahrhunderts als Müllschiff mit Klima bezeichnet. Und seitdem versucht das Fremdenverkehrsamt von Corollus, das Image seines Planeten zu verbessern. Bislang hat es nicht geklappt. Trotz des Logos Corollus, Recyclungszentrum der Galaxie, unseren Korruptionsskandale und erschreckende viele Morde dafür, dass sich am schlechten Ruf wohl so schnell nichts ändern würde. In Corollus' Hauptgeschäft ist das Zerlegen von ausgemusterten oder schwer beschädigten Raumschiffen in ihre Einzelteile. Dieser Prozess ist zwar seit der Erfindung von Universalgel um einiges sauberer geworden, aber er produziert nach wie vor große Mengen an Smog, der den Himmel von Corollus verdüstert. Und vor allem liegen an den Häfen Megatonnen von Schrott herum. Eine schäbige Tourismusindustrie und eine Unterschicht mit Plündermentalität runden das Bild städtisch verlassens ab. Hinweis für Reisende. Corollus nimmt in der Anzahl der Morde pro Kopf den zweiten Platz in den Terminus-System ein. Zivilreisende sollen vor einem Besuch professionelle Sicherheitsleute einstellen. Trank gemacht, Millionen. Nee. 3,8 Milliarden. Ich habe verlesen. Gut, dann werden wir mal diesen Ex-Warlord oder Warlord, der da rumflützen soll, mal suchen. Und mal schauen, ob wir den dann als Dossier rekrutieren können. Gut, ist ja klar, wenn wir ihn mitnehmen. Zack, und beenden. Doesn't say if O'Keir is on this planet by choice. Assume hostiles. There is only one measure of success. Kill or be killed. Loudspeakers? Someone likes the sound of their voice. Stay focused. We're looking for a Krogan warlord. Oh ja. Die Anlage infiltrieren. Infiltrationsanlage der Blue Suns. Oh ja, die müssen wir ausschalten. Corollus. Da hinten gibt's nichts? Nö, sieht nicht so aus. Codex aktualisiert. Da müssen wir auch mal gucken. Wir haben nämlich da auch noch ein paar Einträge. Aber das ist nicht so wichtig. Vielleicht mal ein bisschen Action. Rebuilding. So. Oh ja, das stimmt. Oh je, je. Aber was kann ein Garrus? Aber man kann eigentlich Vindicator bei dem lassen. Haben wir zumindest einen mit dem, wenn zwei mit Sniper kommen, ist vielleicht ein bisschen doof. Wenn er ja mit solchen Waffen anscheinend ganz gut umgehen kann, ist ja in Ordnung. Verwundeter Söldner. Okay. Na, da war noch ein bisschen Munition. Dann reden wir doch mal mit dem verwundeten Söldner. Doesn't look that bad, actually. He doesn't need to know that. I knew it wasn't Berserkers. Not at range. You're Mercs or Alliance. I'm not telling you anything. And that Medigel situation? I've got a nice application of Medigel ready to go. But if you'd rather I just keep walking. Son of a bitch. I don't know anything. I just shoot the overflow from the labs. The old Krogan up there, he's really been cleaning house lately. Jador hired him to make her an army, but the Krogan he creates are insane. So we use them for live ammo training. It's all crap.
I don't get paid enough to goddamn bleed out. Outpost 4, Jador wants us to move. We need coordinates on that Rogan pack. Werden Sie sie los? I want your friends gone. Understand? Patrol? The last group dispersed. Lost sight 5 minutes ago. Dispersed? Jador will be pissed. She wanted a show. You asked for a report. You got it. Dispersed. Understood. Returning to the labs. There. You see? I'm helping. Was ist mit dem Warlord? Does he know about all of this? We can't go in the labs, but everyone sees what happens when the Krogan come out. I've shot hundreds. They're crazy, mindless. Anyone up there, they know what's going on. Warum Krogan? What you're planning to do with all these Krogan? Replace us, probably. I sure wouldn't want to see an army of them coming at me. Only she can't control them. They aren't supposed to be crazy, but they're Krogan. How smart are they to start? Befestigungsanlagen. Is Jador's lab heavily guarded? There are big guns to keep ships away. We're not outfitted to fight goddamn commandos. Dann laufen sie los. Start limping now. You might find a shady spot before you bleed out. Shit. Oh, shit. Oh. Adding insult to injury. Literally. Necessary. Maybe not. Felt good, though. Our warlord is somewhere in Jador's lab. Training is part of your contract. Stay sharp. Okay. Nerv nicht. Na, Mist. Nice shooting. So. Nerv nicht. Gehen wir mal hier weiter. Das ist natürlich wieder nicht ganz auf die Nase. Boah, das war schlecht. Zack. Zack. Ah, Munition, das ist gut. Das ist gut. Ach, Mist. We'll end it quickly. My pleasure. Na, lassen wir die töten. Making contact. Making contact. Okay. Dann schauen wir weiter. Hier sind ja echt voll viele Leichen mit dem Blue Sense und von irgendwelchen Grogans. Die angeblich Mindless Sense. So. Und wir werden überfallen. Ich glaube, ihr werdet überfallen. Oh, Mist. Headshot. So, jetzt aber. Ich zieh voll schlecht gerade. Wir können ihn ja zum Beispiel mal um die Spitze möglichst einen Fehlschlag geben, aber. Can't last much longer! Concussive shot ready. Lebt ihr da noch? Dann müssen wir lang, gucken wir erstmal hier. Nichts. Gehen wir halt doch da lang. Ach, mein Gott. Da, tötet ihn. Ja, juckt mich schon nicht. Ach, Mist. Ich hab grad die Skills verwechselt. Zucht dann Krogane. Mit dem werden wir natürlich gleich reden, aber ich guck noch, ob hier ein bisschen Munition rumliegt.
da, das können wir noch machen. So, Herr Zuchtkran Kohogana, wie geht's? You are different. You, you don't smell like this world. 7 night cycles and I have felt only the need to kill. But you, something makes me speak. Night cycles. 7 days. In voller Größe aus dem Labor. They must breed them full size, ready to kill. Not much improvement over regular mercs if they need training. Bred to kill? No. I kill because my blood and bone tell me to. But it's not why I was flushed from Glass Mother. Survival is what I hear in my head. Against the enemy that threatens all my kind. But I failed, even before waking. That is what the voice in the water said. That is why I wait here. Jador. You're supposed to be part of a mercenary army. Do you remember Jador? I know that name. It causes anger, but also laughter. It is not a name that will be sung when we march. I don't know what that means. But I have heard it many okay. times. 7 Tage alt? How can you speak if you're only a week old? There was a scratching sound in my head, and it became the voice. It taught things I would need. Walking, talking, hitting, shooting. Then the voice said I was not perfect, and the teaching stopped. And now I am here. Interesting. Raised, then rejected. Control group? Failed test? I don't know. But I'm not perfect. Okay, und was ist mit Stimme und Feind? O'Kear's voice? Did he speak to you while you were in your tank? I heard the voice. Not like now, with ears. Inside. I called it Father. It liked that. But it was disappointed. I'm not what it needs me to be. A breeding program? Trying to escape genophage effects? Escape. Escape was never whispered. Survive, resist, ignore. Aber sie haben versagt? You disappoint the voice. I don't know. It was decided before I left Tank Mother. I was not perfect. If Mercenary was correct, Krogan prone to mental instability. I don't know of that, but I'm not perfect. Ist es möglich, was er sagt? I destroyed Saren's cure. How does O'Kear expect these Krogan to ignore the genophage if not by curing it? Uncertain. Likely irrelevant. Appears O'Kear has had no success. Dann zeigen Sie mir das Labor. Can you show me the laboratory? I need to speak with O'Kear. The Glass Mother. She is up, past the broken parts, behind many of you fleshy things. I will show you. Stark ist er trotzdem. Brute strength, key aspect of Krogan. Okay. You fleshy things are slow when big things are in your way. Warum sind Sie hier geblieben? You could have run or tried to fight your way back to the labs. Why stay here? I am waiting. The voice told me, if they come, I fight. But I will not run, and I will not follow. I am not perfect, but I have purpose. I must wait until called, released. Okay. Stay short. Kein Problem. Eine Leiche mit 2000 Credits. Also cool. Ach so. Alter. Ah, die haben sie ja schon zurückgedrängt. Alter, Alter. Na gut, da ist keiner mehr dahinter. Weg, hopp. Die Musik ist cool. Enemies on our right.
Und gehen wir mal auf mich. Should do the trick. So, nerv nicht. So, nerv nicht. Nix hier charging. Na jetzt aber. Da ist ja noch einer. So. Da ist noch irgendwo ein Krogan. Das Sand wieder um die Ecke schießen. Hammerspalt, oder wie kommen wir? Scheint so. Ich kann aber noch nicht speichern. Oh, die Nerven langsam. Ah, ich muss sie, glaube ich, erstmal. Eigentlich ist sie voll vorbei. Jetzt kann man speichern. Also, das war die 41. Folge unseres Let's Plays zu Mass Effect 2. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Lifemaker over.